Hey Leute, Bardo hier und willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA. Heute kommt mal keine Folge von Minecraft Migo, denn ich würde auch gerne noch mal ein bisschen FIFA spielen. Gerade auch, weil ich was zu reden habe in FIFA, denn die Transferperiode ist zu Ende gegangen. Und deswegen kommt morgen wieder eine Folge Minecraft Migo. Und die wird sogar ziemlich spannend nach meinem Empfinden nach. Und deswegen jetzt einfach mal eine Runde FIFA. Denn FIFA und Minecraft sind ja eigentlich beides gleichwertige Teile von meinem Kanal. Gestern ist die Transferperiode zu Ende gegangen und sind ein paar Sachen passiert, die ziemlich krass waren, meiner Meinung nach. Es gibt ein Thema, über das ich relativ lange reden möchte, deswegen nehme ich jetzt erstmal die Themen. Oh, oh, oh. Oder doch? Oder doch? Oder. Deswegen nehme ich mir jetzt erstmal die Themen raus, über die ich schnell reden kann. Jakub Blaszczykowski ist gewechselt nach Italien. Hat mich nicht wirklich verwundert, dass er wechselt. Ich hätte eher gedacht, dass er aber nach England wechselt, weil er war irgendwie. Ich weiß nicht, seit er gut gespielt hat, ist irgendwie immer so das Gerücht, dass er nach England wechselt und. Jetzt nach Italien, gut, ist auch okay, ist, ne, ist auch passt, glaube ich. Kevin Großkreuz ist in die Türkei gewechselt, im selben zu Galatasaray, in den Verein, wo auch Podolski spielt. Apropos Galatasaray, habt ihr das mitgekriegt, dass die Seite von chip.de, also da, wo man die ganzen Programme runterladen kann, weil die halt angeboten werden, wenn immer 1000 Werbesachen angeboten werden, so ein Kram. Da hat irgendein Mitarbeiter gestern das Passwort für die Twitter-Seite irgendwie öffentlich gemacht. Ich weiß nicht warum. Oh mein Gott, Riesenchance. Und irgendeiner hat das Passwort dann halt eingegeben, was da irgendwo stand, und hat das Passwort dann geändert und hat daraus dann eine Galatasaray-Fanseite gemacht. Also die chip.de Twitter-Seite mit 500.000 Followern wurde quasi gehackt, Anführungsstriche. Und hatte dann ein Logo von Galatasaray. Und ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Und hat dann auf Türkisch halt irgendwelche Parolen nach Galatasaray gerufen. Das war auch mega lustig. Oh Gott, guter Ball, guter Ball, gut. Guter Ball. Was ich ziemlich krass fand, war, dass Aaron Hunt gewechselt ist nach Hamburg. Da hat Hamburg einen extrem starken Transfer gemacht. Weil Aaron Hunt ist ein recht guter Spieler. Jetzt mal ganz ehrlich, ist ein ziemlich guter Spieler. Bevor ich jetzt noch Mac-Transfers aufzähle, beziehungsweise gleich den großen Transfer, wo ich auch länger drüber reden will. Ihr könnt wahrscheinlich alle denken, was es ist, ich spiele mit dem Schalke-Trikot. Ich denke, das ist jedem klar, über welchen Transfer ich reden möchte. Und auf jeden Fall, welcher Transfer hat euch am meisten beeindruckt? Welchen fandet ihr am krassesten? Schreibt den mal in die Kommentare. Auf jeden Fall der Transfer von De Bruyne nach Wolfsburg für, keine Ahnung, 70 Millionen oder was. Der hängt ja mit einem anderen Transfer zusammen. Also erstmal, dass De Bruyne wechselt, ist ja irgendwie ziemlich klar gewesen, meiner Meinung nach, seit Wochen. Und auch, dass er nach Manchester City wechselt, ist meiner Meinung nach relativ klar gewesen seit Wochen. Und die Summe ist eigentlich schon krass, ne? Wolfsburg hat den für 20 Millionen gekauft und hat ihn jetzt verkauft für nochmal mehr als dreimal so viel. Generell England, ne? Was die alles für an Transfersummen zahlen. Für einen Firmino irgendwie 40 Millionen, für einen De Bruyne. Für diesen einen, für dieses Manchester United zahlt für dieses Talent aus Frankreich, glaube ich, 80 Millionen oder so. Es sind wahrscheinlich weniger, wahrscheinlich sind es nur 40, aber das ist trotzdem krass. Alter, was da für Summen gezahlt werden. Und jetzt der Transfer, über den mich aufregt. Der Transfer von Draxler. Ich will Draxler da gar nicht mal was ankreiden lassen. Ich hab's ja. Oh, Moment. Ich mach den eben rein. Es war ja immer so ein bisschen in den Medien, dass Juventus Turin auch an Draxler stark dran war. Und Wolfsburg kam jetzt so ein bisschen später, habe ich das Gefühl. Was natürlich nicht heißt, dass Wolfsburg nicht schon vorher dran war an Draxler. Aber, oh. Aber es war natürlich vorher nicht so wirklich deutlich, klar, dass Draxler nach Wolfsburg ist. Und jetzt ist Draxler halt für, ich glaube, 36 Millionen nach Wolfsburg gewechselt. Die Summe ist völlig in Ordnung. Das Draxler-Wechsel finde ich auch in Ordnung. So. Der war ja immer so vom Gefühl her, dass er gesagt hat, dass er ein Zehner war, obwohl er eigentlich kein Zehner ist. Also das wird Wolfsburg auch noch bemerken. Ich meine, klar, für Draxler ist es wahrscheinlich sportlich gesehen eine gute Möglichkeit. Aber was... Oh! 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 Ha! Mann, ich treffe hier gar nichts. Was mich stört, ist, dass Schalke keine Alternative hat. Die verkaufen einen ihrer besten Spieler und es ist ja auch nicht so, dass das jetzt einfach so ein Spieler ist, sondern das System, was Schalke hatte, war komplett auf Draxler zugeschnitten. Und ich meine, wir haben sogar Spieler geholt, die nur dafür da sind, damit das System nach Draxler funktioniert. Wir haben Di Santo geholt, damit wir mit zwei Spitzen spielen können, damit das System wirklich auch funktioniert. Jetzt zum Leidwesen von Meier, der jetzt auf der Bank sitzt und jetzt ist Draxler halt weg. Und auf der Schalke-Seite wurde gesagt, dass Draxler Horst Held schon letzte Saison darüber informiert hat, dass er unbedingt wechseln möchte. Zitat Horst Held. Und trotzdem hat es Horst Held nicht geschafft, einen Ersatz zu finden. Das heißt, Schalke hat sein hat eigentlich seine. Oh. Oh! Yes! Okay, 1-0. Sauber. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es Horst Held so gar nicht juckt, dass die Spieler weg sind. Dass einfach so ist, ja, es ist halt passiert. Die sind jetzt weg. Aber wir haben klasse Roman Neustädter in der Innenverteidigung. Ich meine, Schalke hat keinen Flügelspieler. Schalke hat keinen nominellen LM-Kader. Ich sehe ja schon kommen, dass Denzel Ogo als linker Mittelfeldspieler aushelfen muss. Und Sidney Sam war eigentlich schon raus. Er wurde jetzt nochmal begnadigt, weil er keinen neuen Verein gekriegt hat.
beziehungsweise den Medizintest verkackt hat und wir kassieren ein Tor. Deswegen hat Schalke im Grunde jetzt für rechts, Sidney Sam für links, Choupo-Moting. Und das ist es am nominellen Flügelspielern. Ich weiß nicht, Schalke hat super viele Innenverteidiger, was auch cool ist, da sage ich auch nichts gegen. Schalke hat jetzt nochmal hier den Heuberg geholt aus Bayern, der ein ZDM ist mit offensiver Ausrichtung. Wir haben Goretzka, der ein ZDM ist mit offensiver Ausrichtung. Wir haben Geist, der ein ZDM ist mit, ja, komm, doch auch offensivere Ausrichtung. Wir haben Neustädter, wir haben Höger. Wir haben in der Zentrale, und wir haben noch einen Boateng, der jetzt ein Jahr lang noch bezahlten Urlaub macht, irgendwo am Strand mit seiner Freundin oder was. Oh, Gervinho, getunnelt, glaube ich sogar, yes. Yes, drin. 3-1, okay, vielleicht einfach auch mit einer Systemänderung. Ich kann mir gut vorstellen, dass Schalke jetzt im 4-3-3 spielt mit Meier im ZOM und Di Santo im, was passiert hier? Und Di Santo als alleinige Spitze, weil, ganz ehrlich, Hünteler, wie viele fucking Chancen der jetzt schon einfach versiebt hat und was für eine Scheiße gebaut. Das ist vielleicht reizbar. Schreibt mir bitte eure Einschätzung zu Schalke in die Kommentare. Wo seht ihr Schalke? Ich weiß, das war jetzt leider, ich wollte eigentlich über die Transfers reden, aber es ist jetzt so eine Art Schalke-Video verkommen. Und der Draxler-Wechsel, ja, Draxler, alles Gute, du hast den Wechsel früh genug bekannt gegeben, dass du zu Wolfsburg wechselt, ist super scheiße. Aber viel Spaß bei den Auswärtsspielen, wo ganz viele Fans natürlich mitreisen. Weil Wolfsburg ein sympathischer Verein ist. Ja, es ist viel Scheiß passiert auf Schalke. Es hat mich jetzt ein bisschen zu sehr beschäftigt. Beim nächsten FIFA-Video geht es weniger um Schalke. Morgen kommt wieder eine Folge von Minecraft Migo. Das war jetzt ein Aussetzer. Und dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, klickt mal hier oben oder hier rechts oder links oben auf das kleine i. Da kommt ihr zu einer anderen FIFA-Folge, wo es nicht nur um Schalke geht, beziehungsweise wo es vielleicht gar nicht um Schalke geht. Und dann sage ich mal zum nächsten Mal, Leute, bis dahin und ciao.